Servus Freunde, heute gibt's Buch Maxi Restauration. Wir haben sie jetzt komplett neu vom Lackierer gekriegt. Ihr habt eh die Shorts gesehen, die ganzen TikToks. Und jetzt bauen wir sie einmal in einem langen Video einmal mit euch zusammen. Und dann schauen wir, wie der Wolfi das wirklich macht im Long. Ja. Weil das ist absolut der Meister. Und ich werde mit der Kamera dabei sein, wie er das halt zusammenschraubt. Und ich werde auch ein bisschen helfen. Viel Spaß. Zwischenstand ist so. Seht ihr, Rücklicht neu, neue Stoßdämpfer. Elektrik ist komplett angeschlossen. Fertig. Elektrik hat er angeschlossen, der Meister. Der Wolf wird den einbauen. Jetzt müssen wir halt aufpassen, ne? Dass wir halt nichts. Den Lack. So, das ist eine Buch Maxi L. Baujahr weiß ich leider nicht. Weil ich im Wetter immer vergessen habe zu fragen. Ja, wird da 75er sein, glaube ich. Nein, das ist zweite Generation. Ach so. Das wird so um die 80er sein, genau. 80er Baujahr. Ja, ich finde diese alten Buchmoppets einfach geil. Die sind halt noch gute Qualität, da lohnt sich das zu reparieren. Und das ist einfach simple Technik. Ein paar Schrauben, ein paar Kabel, das auch Motorrad hat. Vielleicht 6-7 Kabel an, das war's. Das ist easy. Nicht viel dahinter eigentlich, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst. Aber der Wolfi ist da deutlich besser als ich, das muss ich auch zugeben. Ja, so Wolfi, kurzes Update. Jo, man sieht, ich mach gerade die hinteren Felgen. Snowflake, ich finde das sind ultra geile Felgen. Snowflake in schwarz mit einem guten Rafen. Was hast du umfahren? Continental. Das ist Hochzeit, Wolfi. Wen wirst du heiraten? Diese wunderschöne Maxi. Die werden jetzt bei euch einblocken. Das ist geil. Bab. Geil. Voll, das da. Irre. Das ist eigentlich so simpel. Ein Schrauben und das haltet das Teil. Zappe. Das Zündkabel weiß eh jeder. Das kommt vorne auf den Kerzenschuh drauf. Schwarz ist der Absteller, also da. Zündfunken-Killer, sag ich einmal. Da gelb, grün ist Bremslicht und braun weiß ich nicht. Braun ist Blinker, glaube ich. Weil das ist von einer 2HK die Zündung und die 2HK hat schon Blinker. Was, 2HK? Mhm. Was ist das? Die hat einen Z50 Zweigang Handschalter Supermaxi drinnen. Hey. Die ging so. Die hat so geheult im Getriebe. Hey. Biagio, hey. Biagio, gut. Biagio, scheiße. So, Burschen, jetzt werden wir mal den Gasschieber ins Gasseil reinhängen. Was brauchen wir dafür? Den Vergaserdeckel fürs Erste und das frische neue Gasseil. So, jetzt fädeln wir das hier so ein. Jetzt gehen wir extra durchs große Loch hier durch. Schaut her, durchs große Loch. Ah, okay, und dann drucken wir ihn darüber. Aha, dann ist er eingerostet. Und jetzt ist er schon drinnen. Zappe. Das war's im Prinzip. Und jetzt führen wir hier in unserem frischen 15 mm Vergaser, führen wir hier das Ding ein. Und jetzt fädeln wir das Chokeplättchen. Hier rein, zappe, zapp. Mhm. Ja, sehe ich schon. Zapp. Und jetzt schraubt man das fest. Hier lernen noch gerade auffüllen, muss ich ehrlich sagen. Gut, Wolfi, gut erklärt. Und jetzt schrauben wir jetzt hier oben noch die. Den Schrauber dann fest, ja. Beiden Schrauber dann fest. Und jetzt ist unser Vergaser eigentlich komplett in kampftauglichen Zustand. Kampftauglich. Der Maxi Upload hat einen Bulini, ja. 65 Kubikzentimeter Membran gestört auf seiner Mini Maxi oben. Ja. Mit einem 15er Vergaser rennt die 95. Hey. Ja, auf geht's. Geht er auf? Ja, geht auf? Der Schieber hinten geht auf. Ja. Ja, okay, alles klar. Und jetzt kommt unser Vergaser wieder hier rein. Zappe. Unterbrecherabstand einstellen wir mal. Okay. Beziehungsweise die Zündung. Perfekt. Und jetzt suchen wir gerade 3/10 genau hier. Boah, du hast viele Abstufungen, guter Schiebeerfüller. Hat mir der Papa geschenkt, super. Und jetzt werden wir mal auf OT gehen. Ja. Hier OT-Markierung. Ah, das ist auf jeden Fall nicht saugend. Der hat auf jeden Fall, der braucht ein bisschen Mühe, dass der einer geht. Also wir haben da mal einen Kretschrauber aufmachen. Funken sieht man. Das bedeutet, Funken haben wir, Sprit müssen wir checken, Luft haben wir nochmal auch. Ja, bis jetzt nur Standgas, kann auch sein, ob sie nicht angegangen ist. Ja, du bei der Standgasschrauben, wenn du sie reinschraubst, erhöhst du Standgas. Genau. So schaut's aus. Und jetzt werden wir noch, Bernd, dass eine B8 heißt, weil der erste Draht höher ist als der kleine Pre-Tuned. Okay. Soweit die das war's, jetzt mal. Von vielen Angehörigen hören lassen. Was war das? Was? Da sieht man jetzt die komplette Zündung freigelegt. Da sieht man die einzelnen Komponenten. Zündspulen, Kondensator, Lichtspule,
unter. Wieso haben wir jetzt eigentlich das nochmal aufgeschraubt? Und ich habe mir halt einen Polradkeil selber gefeilt, aber jetzt haben wir einen Polradkeil da. Genau, wir haben jetzt den wieder gefunden quasi und den nochmal eingebaut. Das ist nichts anderes als die Passfeder, das Drehmoment hier von der Kurve, weil er aufs Polrad hier sieht man es gut. Stimmt das? Genau, korrekt. Ja, korrekt. Korrekt. Jetzt hat er sie, Alter. Stark, der Polradkeil war es, ja. Das hast du gut gemacht, bist du deppert. Dann kennst du aus. Jetzt wird da das Kupplungsdeckel wird abgerichtet vom Fachmann. Was ist zu beachten bei dem? Eigentlich, dass man die Lichtmassen 24 Stunden aushärten lässt, weil sonst, wenn es ins Öl reinkommt, dann zerfrisst alles im Öl. Achso, das kommt unter die Papierrichtung, check genau, ich schon. Genau, und dann kommt wieder ein Sandwich. Wie Sandwich? Geht's an? Schau her. Na, unter der Gefühl, ne? Der ist schon stark. Verstreichen, Zabe. Zab. Und jetzt, jetzt kommt die Fummelarbeit. Jetzt holen wir erst einmal schön einen breiten Schraubenzieher. Und jetzt kommt der Deckel rauf. Ja. Easy. So, jetzt wird der Reimer Bernd ein bisschen arbeiten. Und zwar jetzt ziehe ich den Kupplungsdeckel über Kreuz nach. Ja. So wie es mir der Chef angeordnet hat. Und ich verbaue gerade eine Ölablaufschraube. Jawohl, aber ich sehe schon fest. Vierer sind es, gell? Ja, genau. Passt, alle fest. Was machst du jetzt? Ölablaufschrauben festziehen. Die neue. Maxi wurde jetzt endgültig Buchklappen. Top. Jetzt ein Kumpel, was? Getriebeöl rein. Das ist es. Das Liebe. Mal. Jetzt haben wir immer noch ein bisschen Reserveöl. Ja, und auf die Decken rein. Ja, 70 Milliliter haben wir noch. Fest, nicht so fest. So, Freunde, jetzt kommt das schöne Polraddeckel wieder auf den Platz. Wunderbar mit Grobpolitur aufpoliert. Und jetzt zweimal neue Imbusschrauben. Ohne Beilage einfach einer, jawohl. Muss ich einbremsen. 10er Schlüssel, Bernd. Bitte. Was warst du jetzt für ein Ritzel? Ein Fahrritzel. Oh, die Ketten ist schon vorgefettet, geil. Ja, die wird ein bisschen lang sein, aber können wir abnehmen. Jawohl, wird lang sein. Mit dem Ritzel geht es nicht so knapp aus mit der Kettenspannung, das ist da drüber nicht. So, kurz ein Testsitzer von mir, muss ich sagen. Bequem zum Sitzen, ja. Wenn es einmal runtergeht. Geiles Moped eigentlich. Taugt mir. Jetzt kommt der Sprintersattel runter. Sonst sollten die Sprintersättel. Von dem Sattel schaut ihr nicht wild aus. Bis. Schnell vor, jetzt noch einen niedrigen Lenker, Peter. Das kommt da rauf, glaube ich, als untere. Das untere, genau. Ja. Das ist schön oben. Der ist gut oben, der ist original oben. Hätte mein Jakob kontrollieren können, oder? Sprit! Was haben wir gelernt jetzt? Tanken? Ja? Und das heißt, dass schon auf der Rücktritt hängt. Jawohl.